Viele Spiele zeigen Kurzfilme, um auf das Erscheinen eines neuen Spieles hinzuweisen, wie zum Beispiel der Trailer des Ego-Shooters Overwatch von Blizzard. Er erschien ca. 2 Jahre vor dem eigentlichen Release. Hierbei waren die Helden des Spiels und auch schon einige ihrer Fähigkeiten zu sehen. Aber auch für bereits bestehende Spiele gibt es solche Kurzfilme. Das Spiel World of Warcraft kündigte mit dem Trailer Mists of Pandaria das neue Volk der Pandaren an. Ebenfalls konnte man erahnen, dass es einen neuen Teil der Spielwelt geben wird. Da fragt man sich, was eigentlich die Hauptgründe sind, um einen Kurzfilm nach dem Erscheinen des eigentlichen Spiels zu produzieren. Ein gutes Beispiel ist League of Legends mit bisher fast 50 solcher Kurzfilme, die seit dem Release erschienen sind. An diesem Beispiel wollen wir unsere Analyse durchführen und versuchen, folgende Frage zu beantworten. Welche Gründe hat die Produktion von Riot's Kurzfilmen zum Spiel League of Legends? Nun möchten wir, damit die Hintergründe besser verstanden werden können, kurz auf das Spiel selbst eingehen. League of Legends ist ein Online-Spiel mit mittlerweile über 100 Millionen Spielern auf der ganzen Welt. Produziert von der amerikanischen Spielefirma Riot, erschien es in Nordamerika und Europa im Jahre 2009. Zu Beginn eines jeden Spiels, das im Durchschnitt zwischen 20 und 45 Minuten dauert, sieht jeder Spieler mit einem gewählten, sogenannten Champion an der Seite von bis zu 4 Mitspielern gegen ein anderes Team in den Kampf. Das Ziel des Spiels ist es, mit Hilfe von Farmen, also dem Geld erspielen und davon Gegenstände kaufen, und Töten von Gegnern, den Nexus zu zerstören. Der Nexus ist das jeweilige Hauptgebäude. Ich möchte kurz genauer auf diese sogenannten Champions eingehen. Diese sind nämlich die Spielfiguren. Sie besitzen jeweils unterschiedlichste Fähigkeiten und sind in bestimmte Rollen aufgeteilt. Es gibt zum Beispiel Angreifer oder Beschützer. Die Anzahl der Champions wird ständig vergrößert, jedoch werden diese nicht willkürlich in das Spiel eingefügt, sondern jeder hat eine Hintergrundgeschichte, die auf seine Herkunft und Familie hinweist. So gibt es etwa Geschwisterpaare, Erzfeinde und enge Freunde. In League of Legends existiert also eine konstruierte Spielwelt, das LoL-Universum. Nun kommen wir zu unserer Kurzfilmkomponente. In diesen spielen nämlich die Champions die Hauptrollen. Bevor wir zur eigentlichen Analyse kommen, möchten wir kurz anführen, über welche Filme wir sprechen. Wir werden an diesen arbeiten, die von Riot produziert und veröffentlicht worden sind, hier sichtbar durch das Logo am Anfang. Sie sind animiert, meistens spielähnlich, berücksichtigt werden aber auch andersartige Animationen. Zudem gibt es in diesen Kurzfilmen keinen menschlichen Moderator. Bei den im Bildausschnitt zu erkennenden Pro- und Antagonisten handelt es sich um die spielbaren Charaktere Master Yi, Fiora, Lucian und Zed. Unter dem Titel Project Overdrive produzierte Riot 2015 diesen Kurzfilm, um optionale kosmetische und für den Spieler erhältliche Anpassungen der Spielfiguren zu bewerben. So wurde aus einem mehr oder weniger traditionellen Samurai ein schwertschwingender Mechatron, aus einer Fechtmeisterin eine getunte Cyberpunk-Prinzessin, aus dem Akimbo-Kämpfer ein mit Laser um sich schießender Badass und aus dem Schatten-Ninja wurde ein unaufhaltbarer, kodierter Endboss. League of Legends ist ein Free-to-Play-Spiel, da der Download des Spiels und das Erstellen eines Accounts völlig frei von Monetarisierung ist. Riot als Organisation refinanziert sich über den Verkauf von Spieleinhalten. Dies erfolgt nach dem Umtausch von realem Geld in die spieleigene Währung Riot-Punkte. Mit diesen sogenannten RP ist der Spieler nun in der Lage, Spielfiguren, kosmetische Änderungen der Spielfiguren und Extras im spieleigenen Shop zu erwerben. Ein weiterer Grund für das Produzieren und Veröffentlichen solcher Kurzfilme ist das Kreieren einer anschaulichen Spielwelt. Wie schon am Anfang erwähnt, stehen die Champions in einer bestimmten Weise zueinander. Jeder ist auf seine eigene, ein Held oder ein Anti-Held. Dieses filmische Darstellen hat auch durch diese Vermenschlichung auf den Spieler Auswirkungen. Ein Beispiel für das filmische Personalisieren eines Champions ist der Kurzfilm der Heldin Talia. In diesem wird gezeigt, woher sie stammt, und zwar aus der Region Shurima, und was sie vorhat. Gekoppelt wird dies an eine Fähigkeit von ihr aus dem Spiel, bei der sie sich auf einer rollenden Steinwand eine weite Strecke fortbewegen kann.
Doch nicht nur die Aufgabe eines Champions und die Hintergrundgeschichte dessen wird in solchen Kurzfilmen gezeigt. Den Champions werden auch verschiedene Charakter- und Kampfeigenschaften verliehen. Dies sieht man zum Beispiel an der Unterstützerin Leona, die sich selbstlos aufopfert. Durch die Kurzfilme wird den Champions also ein Image verpasst, das so im Spiel nicht immer sichtbar ist, sich jedoch mit den Rollen im Spiel überschneidet. Hier ziehen wir das Beispiel ebenfalls aus A New Dawn von Nautilus heran, der hier zuerst nur an seinem Anker erkennbar ist und später als ein sehr widerstandsfähiger Taucheranzug aus Stahl gezeigt wird. Dieser ist zudem viel größer als seine Mitkämpfer. Verglichen zum Film ist Nautilus im Spiel jedoch etwa so groß wie die anderen Champions, was dafür sorgt, dass er im Film ein angsteinflößenderes Image von einem unzerstörbaren Roboter erhält. Dazu gesagt werden muss aber der Punkt, dass vor allem das Erschaffen eines Images das Auftreten des Champions im Spiel unterstützt. Leona hat als Rolle der Unterstützerin einfach die Aufgabe, sich in bestimmten Situationen für das Team aufzuopfern. Auch Nautilus ist im Spiel, wenn er so gespielt wird wie vorgesehen, ein widerstandsfähiger Champion. Die Filme geben also jedem Champion einen eigenen Charakter und eine Geschichte. Deshalb werden aus der Masse an Champions durch die Kurzfilme aus jedem ein spezieller, der durch bestimmte Dinge hervorsticht. Als nächstes wollen wir uns den Blickwinkel in Riots Kurzfilmen anschauen. Es fällt sehr schnell auf, dass sie nichts mit der eigentlichen Spielweise zu tun haben. Jedoch entdeckt man viele Details, welche im normalen Spielablauf ebenfalls vorkommen. Beispielsweise ist die Umgebung, in der sich die Champions bewegen, ähnlich, jedoch viel detaillierter gestaltet. In dem Kurzfilm A New Dawn findet eine hohe Interaktion mit der Umgebung statt. Ein Baumstamm wird überwunden, indem der Champion über ihn hinüberspringt oder ihn zerstört. Auch Fallen können gestellt werden, indem sich ein Gegner hinter einem Baum versteckt. Würde man einen Teil der aufregenden Verfolgungsjagd und den Hinterhalt mit dem niederschmetternden Schlag des Gegners im Spiel darstellen, sähe das in etwa so aus. Genauso spektakulär. Oder doch nicht? Der eigentliche Spieler wird in diesen Kurzfilmen also eher zum Zuschauer. Er erlebt die Kampfszenen hautnah und sieht eventuell seinen Lieblingschampion in der Nahaufnahme. Die Kämpfe der Champions werden vom Spieler nicht selbst produziert, er ist lediglich der Zuschauer eines geführten Kampfes, den er nicht steuern kann. Dies ermöglicht einen neuen und anderen Blickwinkel auf das Spiel. Auch Emotionen werden gezeigt, zum Beispiel Angst, Entschlossenheit, Wut, Schmerz, Erschöpfung und Dankbarkeit. Es zeigen sich also Seiten der Charaktere, welche sonst dem Spieler enthalten werden, da die Spielweise keinen Einblick in die Emotionen der einzelnen Champions gibt. Wir haben einmal versucht, diese emotionale Szene im Spiel nachzustellen. Fast besser als im Film. Auch der Tod, der im Kurzfilm serial dargestellt wird, verliert im Spiel an Dramatik und ist eher eine Selbstverständlichkeit. Ein anderer Blickwinkel auf das Spiel zeigt sich auch, wenn man die Animationsstile der 50 verschiedenen Kurzfilme betrachtet. Einmal schlüpft man als Zuschauer in die Rolle eines Banditen, der in der Unterwelt vor einem genetisch veränderten Wesen flieht. Man erlebt das Ganze aus der ersten Perspektive, ähnlich der Darstellung eines First-Person-Shooters. Jedoch gibt es auch Kurzfilme, die sich einer ganz anderen Animationsart bedienen. Ein gutes Beispiel ist der Kurzfilm zu der Skin-Reihe Star Guardian. Gezeigt werden die Star Guardians, eine Gruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Dunkelheit im Universum zu bekämpfen. Alles in allem ist diese Skin-Reihe mädchenhaft gemacht, mit sternchenverzierten Kostümen, magischen Waffen und Elfenbegleitern. Man denkt bei diesem Film eher an einen japanischen Animationsfilm, als an das Spiel, wie es wirklich ist. Auch für Fans unterschiedlicher Musikstile ist in den vielen Clips etwas zu finden. Der Kurzfilm The Mortal Reminder ist sogar ein Musikvideo der Band Pentakill. Diese Band besteht aus 6 Champions. Für jeden dieser Charaktere gibt es natürlich den passenden Skin für das Spiel im Shop zu kaufen.
Diese unterschiedlichen Arten der Kurzfilme haben viele verschiedene Zielgruppen und somit eine große Reichweite. An Wrights Firmenphilosophie lässt sich ein hoher ideologischer Standard gegenüber der Spielerbasis ablesen. So steht auf der Wright Homepage: Wir streben danach, die spielerfokussierteste Spielefirma der Welt zu werden. Unsere Firma wurde von unternehmerischen Gamern gegründet, die glauben, dass aus spielerfokussierter Spielerentwicklung tolle Spiele entstehen. 2009 debütierten wir mit dem Titel League of Legends, welches von Kritikern und Spielern Würdigung erfuhr. Über 100 Millionen spielen jeden Monat. Aus diesem Grund ist Wright auf dem ganzen Globus vertreten und besitzt einen Standpunkt in jeder logistisch wichtigen Stadt, um Ansprüchen der weltweiten Community zu genügen. Ein Auftritt in den sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube und Twitter darf natürlich auch nicht fehlen, da diese die perfekte Plattform bilden, um spielbezogene Inhalte wie Videos, Patch-Updates oder Ankündigungen von Events einfach zu verbreiten. Weitere Vorteile des sozialen Netzwerkes sind unter anderem das Feedback, das Wright von Spielern in Form von Kommentaren und Likes erhält, aber auch die Vernetzung der User untereinander. Durch die Sichtbarkeit eines Likes auf der Startseite klicken nicht nur bereits aktiv LOL-interessierte Personen auf den Link, sondern auch User, die kein League of Legends spielen. So kann eine passive Anwerbung vermutet werden, die ebenfalls zum Wachstum der aktiven Spielerbasis beiträgt. Man hat gesehen, dass alle Kurzfilme sehr vielseitig sind und eine breit gefächerte Community ansprechen. Vom typischen Gamer-Girl bis hin zum heimlichen Call-of-Duty-Zocker kommt jeder auf seine Kosten. Wahoo! Apropos Kosten. Schaut man sich alles im Schnelldurchlauf noch einmal an, fällt ganz klar ein Punkt auf, der sich wie ein roter Faden durch jeden unserer analysierten Gründe zieht. Das Marketing steht ganz klar im Vordergrund. Egal ob neue Champions vorgestellt werden, eine neue Skin-Reihe erscheint oder einige Spielinhalte verbessert werden. Es kann, darf und soll Geld ausgegeben werden. Denn League of Legends soll ja weiterhin free to play bleiben.